So, jetzt habe ich natürlich vergessen, dich in dem Tweet zu taggen. Aber das ist okay. Ich bin ja eh nicht so aktiv. Alles gut. Ich habe die Hasso-Plattner-Gedächtnis-Instituts-Tasse heute am Start. Ah ja, okay. Gedächtnis-Instituts-Tasse. Achso, die ist einfach so gut, weil sie so hoch ist. Ich beneide jeden, der diese Tasse hat. Weil die Form ist irgendwie so besonders. Auf der anderen Seite ist natürlich die aus Magdeburg doch auch sehr, also wenn ich die irgendwo zeige, dann so, was hast du denn geöffnet? Warum ist denn da ein Einhorn drauf? Ja, das muss ein Einhorn sein, weil man versteht es halt einfach nicht, wenn man, so, genug der Inside-Witze. Wir haben ein einigermaßen straffes Programm vor uns. Wie immer. Ja gut, es passiert ja irgendwie dann doch viel. Heute kein Crap-Chat, LOL-GPT, kein Cat-GPT. Ich weiß nicht, wie viele Varianten sich jetzt schon in der Edu-Bubble umher... hast du den Verlauf, das Meme mit der Evolution des Twitter-Lehrer-Zimmers gesehen? Oder des Edu-Lehrer-Zimmers? Nee, das ist bisher an mir vorbei. Okay, ja. Schicke ich dir später, machen wir das nächste Mal. Schicke mir später mal, genau. Also von der Prüfungskultur ist jetzt ChatGPT sozusagen die laufende Evolutionsstufe. So wie alle Sportarten sozusagen sich als das Höchste der Evolutions... Diese Art von Meme. Egal. Wir machen heute Lagerfeuer digital. Wir wollen mal grob in die Communities der Lernenden oder sagen wir mal, wie es ist, der Studierenden gehen, weil wir machen auf Twitter und ab und zu gucken uns auch irgendwelche komischen Trailer von Universitäten an, aber das ist ja irgendwie doch sehr bezogen auf die Lehrenden irgendwie, die sozusagen den Input in das ganze System geben, die benoten müssen. Und fehlt die Studierendenzentrierung? Ja, irgendwie schon, muss man einfach mal sagen. Und irgendwo tummeln die sich ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Gut, du hast auch schon die ersten Shared Boxes, also quasi den Vorläufer oder deine eigenprogrammierte Dropbox mal vor ein paar Folgen gezeigt. Aber ich habe mich natürlich im Studium auch oder immer noch über entweder irgendwelche Gruppenchats organisiert oder man hatte ja einen Online-Ordner, wie auch immer. Oder man hat eben auf speziellen Foren sich ausgetauscht und... Ich finde es immer ganz gut, sich zu überlegen, okay, wo sind denn meine Studierende? Also diese Lebensrealitäten, Lebenswirklichkeiten, wie ich sie nenne. Genau, das machen wir dann. Lego-Praktikum, da habe ich vorhin auch schon mal reingeschaut. Inhaltlich einfach eine sehr schöne Veranstaltung. Also diese 9-Plus-Gruppen, großartig. Also von Socken über Trinkautomaten, ganz großes Team. Und ein sehr besonderes Format. Das kann man wirklich sagen. Also ich glaube... Keiner hat so ein Format, ich würde sogar sagen, im deutschsprachigen Bildungsraum. Also, so. Das gucken wir uns. Und Lernvideos, im Sinne von, wie lange muss denn so ein Lernvideo sein? Was passt denn vielleicht zu dem Lernziel, um direkt nochmal ein anderes Buzzword drauf zu werfen? Das schauen wir uns jetzt an. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt mit ja, so einem der Kaffeefahrt durch... Reddit, ich will es nicht komplett zeigen, aber ich will, also es geht eh nicht, Reddit ist viel zu groß als digitaler Ort, aber man kann ja mal mit dem richtigen Browserfenster anfangen. So, fangen wir mit dem an. Ich frage mal dich, Matthias, wie aktiv bist du denn auf Reddit? Sehr, sehr wenig. Ich sehe das ab und zu mal oder jemand schickt mir halt was zu, aber von mir aus gucke ich da halt relativ selten rein. Ich glaube, es ist aber halt so eine Sache, wenn da halt coole Sachen ab und zu mal stattfinden, dass das natürlich dann auch auf andere soziale Medien und Plattformen irgendwie so ein bisschen rüberschwappt. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen. Und dann kriege ich das halt auch mit, ja. Ich würde auch sagen, dass da so viele, so der also was man einfach sagen muss, es gibt, Reddit ist einfach ein bisschen anders organisiert als andere soziale Medien. Es geht weniger darum, einer bestimmten Person zu folgen, wie das ja durchaus von, also diese Univariaten oder diese direkt gerichteten Verbindungen mit ich kenne den Matthias, der Matthias kennt wieder jemand anderen. Also diese, ja, Twitter und Facebook, ich weiß jetzt nicht, Facebook bin ich komplett raus. Hier geht es eher darum, dass man einem Thema folgt, also dann einem Sub, einem Unter, wie man auch manchmal in deutschen Foren oder Beiträgen sagt. Und das finde ich tatsächlich interessant. Und die zweite sehr interessante und wichtige Komponente ist, dass diese Beiträge einfach hoch und runter gewotet werden. Und es geht eben nicht darum, inwiefern, wo kann ich meine Follower hinrichten und wo sage ich so, ey,
das habe ich jetzt gepostet, wir sind live oder das ist mein Beitrag und jetzt bitte einmal alle liken. Zumal ja auch Like was anderes ist als hoch und runter voten, weil das die Reihenfolge verändert. Also es hat so einen gewissen Graswurzel-Moment und ich kann irgendwie auf der einen Seite in so einem Programmer-Humor, Meme, Witze, wie auch immer Forum sein. Ich kann aber auch, und das fand ich auch einfach sehr für deinen Kontext interessant, in so einem Engineering Students, for those like doing math at 3 a.m. Also hat durchaus alles so eine nerdige Internetkultur, aber ein absolutes, ja, von der Themenvielfalt und Breite absolut Mainstream, würde ich sagen. Und was ich hier sehr interessant fand, dass Leute gezielt sagen, wie jetzt ihre Karrierepfade zum Beispiel sind. Und das ist jetzt eigentlich, das ist hochgradig relevant, würde ich argumentieren, nicht nur für Engineering Students, aber auch einfach so, wie sieht denn dieser Prozess aus, was muss ich machen, wo kriege ich das her? Und viele halten sich an genau dieses Format, also an diese Sentry Charts, und die sieht man auch gehighlightet und die Leute reagieren drauf oder man spricht sich Mut zu, auch quasi eine Community of Practice, und die Leute kennen sich natürlich überhaupt nicht. Also wir wissen nicht, wer... So, für mich vom Verständnis her, wäre das jetzt so, wie wenn ich bei Twitter oder bei Mastodon irgendwie einem Hashtag folgen würde? Ja, wobei, ich würde sagen, auf Mastodon oder Twitter ist es noch weiter, weil ja jeder diesen Hashtag benutzen könnte. Aber dann siehst du ja auch, wenn du jetzt, es gibt ja Hashtags, die haben eine nicht... Überschneidungsfrei. Also LaTeX ist halt so der bekannteste Wort. Ja. Das würde dir hier wahrscheinlich nicht passieren, weil unter R Engineering Students, also jeder Sub oder jedes Forum hat auch eine gewisse Regeln, was man noch posten darf, was man nicht posten darf. Und insofern, ich glaube, was hier interessant macht, ist, dass man verschiedene Aspekte von seinem professionellen wie auch privaten Leben, Interessen, Studieren, Sport, Kochen, wie auch immer, dass man die vereinen kann, ohne seine Anonymität aufzugeben. Das ist, denke ich, das Besondere. Ja, und jetzt wollte ich noch so ein paar weitere Dinge zeigen. Einfach, es gibt zum Beispiel R-Professors, die auch einfach ein ganz anderes... Also da geht es natürlich schon eher darum, so, I send emails with best, which is thought for I am the best. Okay, also auch da wieder so eine gewisse Meme-Reaktion, aber durchaus auch, Professoren, die, du sagst ja auch auf Twitter manchmal, Hashtag Student Shaming, wobei das ist ja eher so Student Behavior Highlighting, das ist halt nur nicht so Clickbait-lastig. Man findet sozusagen seinen Topf, wenn man möchte. Und es gibt natürlich auch ein R-College, irgendwo war ja, oder R-PhD. Es ist sehr, sehr speziell. Also es gibt so absolut spezialisierte Unterforen, wo man sich echt manchmal denkt so, okay, warum existieren die und warum werden die bespielt? Weil es dafür eben Konsumierende oder auch Postende gibt. Genau. Was habe ich hier? Genau, das ist auch noch R-Engineering. Es gibt natürlich auch R-Studium. Alles rund. Und das heißt, man postet, ich habe da jetzt noch nie was gepostet, man postet das immer anonym? Nee. Die Frage ist, ob dein, also zum Beispiel ich benutze teilweise... Ob es halt anonym oder pseudonym sozusagen. Genau. Also ich schreibe durchaus zum Beispiel unter meinem YouTube-Handle Good Education, wenn man jetzt irgendwie 2 Sekunden aufwendet, um zu überlegen, wer diese Person ist, würde man doch relativ schnell irgendwie auf mich kommen. Das würde, oder ich meine, du streamst ja effektiv auch unter deinem echten Klarnamen. Ja. Hat, glaube ich, auch einfach mit der wissenschaftlichen Arbeit zu tun. Hatten wir auch schon mal, wenn man nicht gerade der Nakamoto, also der Bitcoin-Erfinder, auf dem Urpaper ist. Keiner kann anonym veröffentlichen, so funktioniert das nun mal nicht. Und deswegen würde ich behaupten, haben wir so dieses, aber das ist was sehr Spezielles, wenn wir sozusagen jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiter, als Forschende uns aus Berufsgründen auf diese Plattform stützen. Ich würde jetzt tatsächlich auch den Schwenk machen, deswegen jetzt auch hier auch Studium, dass man entweder bestimmte Formate, die auf diesen sozialen Medien existieren, dass man die benutzt, sei es dieses klassische Frage-Antwort-Ding, aber auch sozusagen eine gewisse Meme-Kultur mitbekommen, wenn man das denn möchte. Es gibt ja auch Dozenten, die sagen so, ey, bin ich raus, ist mir egal. Auf der anderen Seite gehört es irgendwie dazu, muss ich sagen, dass man irgendwie so am... Und sei es nur für die Icebreaker. Also es hat ja dann doch irgendwie einen Nutzen für dein Seminar, weil
Raid 129, how are you today? Die wachsen nicht auf Bäumen, die Memes, Matthias. Ne? Ja, und also ich meine, ich zeige das zum Beispiel auch am Anfang von gewissen Kursen, wie zum Beispiel in diesem Lego-Praktikum auch, dass ja auch eine Motivation ist, sich meinetwegen mit Informatik oder halt mit höherer Mathematik zu beschäftigen, dass man natürlich halt die Memes und die ganzen Anspielungen versteht und die ganzen Witze, die dahinter stehen, die sonst einem irgendwie an einem vorbeigehen. Ja. Und das, also auch das kann ja eine Motivation sein, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Ne? Also wenn ich sonst irgendwie keine Motivation habe, mich mit Mathematik zu beschäftigen, kann ja immer eine Motivation sein, dass ich danach Mathewitze verstehe, die sonst irgendwie komplett an mir vorbeigehen würden. Ja, aber auch eine Abschlussveranstaltung kann, man kann natürlich einfach Feedback machen, man kann aber, oder also sollte man auch, man kann aber auch sagen, als Teil der letzten Aufgabe oder des letzten Übungsblattes, erstell doch ein fachspezifisches Meme. Und ob das dann irgendwie der 400. Rekursionswitz ist in der Java-Programmieren-Vorlesung oder ob man, also das ist ja irgendwie auch eine, ja, ich würde jetzt fast schon von so einem sehr flachen SciComm-Level sprechen, also Wissenschaftskommunikation, weil man definitiv, ja, einen Kernaspekt nimmt, das irgendwie auf ein Template anwendet und alle die Veranstaltung effektiv, also gibt es auch diverse Mathe-Professoren in den USA, die das, also da kenne ich das her, dass die halt sagen, okay, baut ein Meme in dem Sinne, was aber fachspezifisch ist. Genau, also das ist, kann ich auch gleich sagen, das ist auch eine Aufgabe, auch im Lego-Praktikum. Also ich glaube, am zweiten Tag oder dritten Tag in der ersten Woche ist eine von den Social-Media-Tages-Challenges ist, baue ein Meme zum Programmieren in MATLAB. Kommen auch immer wieder spannende Sachen bei raus, dass halt, also in diesem Jahr kann ich mich an eins erinnern, was ich auch echt sehr gut nachvollziehen kann, wo so, ja, du kopierst halt aus dem Handbuch und dann irgendwie ein Hochkomma. Und wenn man aber das Hochkomma aus dem PDF rauskopiert, je nachdem, wie das da irgendwie zeichenmäßig kodiert ist, kommt da halt ein anderes Hochkomma bei raus, als das, was man tatsächlich in MATLAB verwenden muss. Okay. Und dann funktioniert halt einfach der Quelltext nicht. Da kommt halt irgendein Syntax-Error. Und bis man da dann halt so als Außenstehender drauf kommt. Ja, und ansonsten kann ich mich in diesem Jahr, ich weiß nicht, vielleicht kann ich hier gleich noch kurz raussuchen, auf die Schnelle an ein Mathe-Meme erinnern, was darauf anspielt, dass die Studis sich halt eigentlich sehr gerne auf ihre Matheprüfung vorbereiten wollten, aber das Lego-Praktikum sie halt leider davon abhält. Ah, da können wir das zu tun, aber allein das Autobahn-Meme mit, ich will eigentlich geradeaus fahren, aber ich muss leider auch. Ich glaube, es ist halt das mit diesen Ballons, aber. Ach ja, wo man zurückgehalten wird, ja. Genau. Matthias, ganz kurz, weil wir haben ja keine Regie, wir müssen uns gegenseitig auf Dinge. Ich glaube, du knisterst. Du knisterst, ich knister zurückspielen. Also es ist nicht so super schlimm. Ich glaube, wir ziehen das jetzt einfach durch, aber. Ja. Ja. Okay, aber es, also du hast jetzt zwischendurch auch mal einmal geknistert, ja, aber mittlerweile hat es sich halt wieder gegeben. Das ist komisch. Okay, also ich glaube, es ist nicht so super schlimm, aber wir sind ja doch, wir wollen ja irgendwie ein gewisses Qualität. Ich wahrscheinlich, IT, have you tried turning it off and gone? Wahrscheinlich hätte ich. Es geht jetzt nicht mehr, wir sind nämlich live. Richtig. Okay, wir machen einfach weiter. Falls das jetzt auf der Aufnahme mehr Culpa, es liegt wahrscheinlich auch doch eher an mir, weil hier das Signal rausgeht. Nun gut. Ich will aber euch auch noch mehr zeigen. Und zwar, hier Memes schön und gut. Jetzt haben wir irgendwie verstanden, ihr Dudes, aber gibt es denn mehr als Memes? Ja, es werden sich zum Beispiel, also den Thread fand ich gerade sehr interessant, gerade vor einem Tag, was denn so die Lerntechniken und Strategien von anderen sind. Wenn man so ein bisschen sich, man liest sehr schlaue Dinge, muss man einfach sagen. Also Space Repetition, Active Recall, Pomodoro, okay, ich glaube, die Loki-Strategie kommt unten an. Also, wo wirklich. Also es sind Fachgespräche meiner Meinung nach und irgendwie deutlich sinnvoller als vieles, was man so einfach an Standardempfehlungen irgendwie oft hört oder was sozusagen einfach jedem erstmal empfohlen wird. Teilweise ist es natürlich auch so, ja, das ist super und das muss auf jeden Fall so funktionieren. Schwierig, aber rein von dem Austausch, so wie man das ja auch irgendwie in einem Seminar gerne hätte oder was auch zum Studium einfach dazugehört, sich irgendwie zu organisieren, sich zu überlegen, okay, wie kann ich mich auf welche Art von Prüfung vorbereiten? Auch das findet statt und ich finde, das ist für uns Lehrende durchaus eine Gelegenheit, mal so einen ganz vorsichtigen Sneak Peek zu bekommen. Wie funktioniert das denn? Weil diese Diskussion, ey, wie lernt ihr denn, wie lerne ich denn, wie lernen wir denn vielleicht zusammen, weil es eine Gruppenarbeit ist, wie machen wir unser Projekt? Das findet ja sowieso statt. Also das kann mir keiner erzählen, dass
dieser, wie gesagt, das habt ihr als Generation gemacht, das ich gemacht, das mache ich auch immer noch mit meinen Doktorandenkollegen, dass wir sagen, okay, wie können wir das irgendwie jetzt gescheit präsentieren? Das muss man irgendwie auf der Arbeit in Teams machen. Und ich finde es eine sehr schöne Gelegenheit, dass man mal diesen Einblick bekommt, und das soziale Netz ist eine gute Gelegenheit dafür. Ihr habt auch einen unter die Otto von Guericke Universität. Ja, also da muss ich nachher gleich mal drauf schauen. Ja. Also da, das ist bisher komplett an mir vorbeigegangen. Genau. Und durchaus. Aber wenn du jetzt nochmal für mich, als wie gesagt, als eher Reddit-Außenstehender, der da selten mal reinschaut, ist jetzt bei so Fragensachen, wie würdest du es mit Stack Exchange vergleichen? Ähnlich. Stack Exchange hat natürlich auch ein. Ja doch, die haben auch ein sehr breites, also von wirklich total matte Detailfragen über Dungeons and Dragons, über was ist die beste Zutat von, sehr, sehr ähnlich. Okay. Selber bin jetzt wenig auf Stack Exchange, das heißt, wir müssen jetzt sozusagen unser Wissen vereinen, um diese Frage endgültig zu beantworten. Ich bin auch jetzt nicht super aktiv bei Stack Exchange, aber ich meine natürlich, wenn man irgendwie LaTeX-Fragen hat oder irgendwie Programmierfragen, ist das ja irgendwie das the place to be, um dann irgendwie diffizile Fragen zu klären. Und ich meine so dieses mit dem, du kannst halt Fragen hoch und runter voten, du kannst Antwortmöglichkeiten hoch und runter voten, das genau, gibt es halt ist, da auch. Ja. Aber wie gesagt, hier ist doch sehr, also hier geht es um Tourism, France, Schengen, Sci-Fi, Code Golf ist super beliebt auf der Seite natürlich. Same but different. Different but same. Also so von der, genau. Hat es bei dir gerade im Hintergrund gerumst? Ich glaube, aber. Okay. Großstadt. Gut. So, was haben wir denn noch? Wir haben. Genau, und auch bei euch, und das bringt mich auch so zu einem Punkt, wir haben jetzt irgendwie gesagt, okay, ich kann Studierendes lernen, die Lebenswirklichkeit sozusagen nachvollziehen. Ich kann Methoden einsetzen, sei es das die Meme-Zusammenfassung, SciComm. Kennst du den Explain It Like I'm Five unter? Oder die Methode? Explain It Like I'm Five? Die Methode, klar. Genau. Also die Methode kenne ich ziemlich gut, und die würde ich auch sagen, die ist total wichtig. Das ist ja auch das, was wir immer unseren Studierenden sagen, die wir halt sehr gerne einsetzen für Studienwerbe, Studierenden-Marketing, MINT-Sensibilisierungsaktionen, wenn wir halt uns in Kindergarten große Gruppe oder letzte Woche Freitag hatten wir eine Grundschule, dritte Klasse bei uns oder beziehungsweise auf diesem Bürgerinnen-Forschungsschiff Make Science aus Halle. Ja. Und klar, also wenn ich das schaffe, halt einen Elektrobaukasten oder irgendwie einen kleinen Roboter oder ein Morsegerät, wie es dann funktioniert, oder irgendwie so ein mechanisches Rechenwerk halt einem 5-jährigen oder 7-jährigen oder 8-jährigen Kind zu erklären, dann muss ich das halt auch selber richtig gut verstanden haben, um das halt rüberzubringen, weil halt so Kinder dann halt auch eben gnadenlos sind. Also wenn die das Gefühl haben, man erzählt dem irgendwas vom Pferd. Ja. Oder es ist so kompliziert, dass man irgendwie in der Mitte genau, aussteigt. Oder es klingt so kompliziert, dass man das Gefühl hat, man hat es jetzt selber nicht verstanden, sind halt Kinder ganz schnell raus. Und also da denke ich auch, das hilft definitiv. Ja. Was hier im Unter von Eli Five noch gesagt wird, es geht nicht um actual 5-year-olds, sondern so, sie sagen hier Layperson. Was hier aber wirklich interessant wird, 22 Millionen Mitglieder und ist die Nummer 14 sortiert nach Größe. Also dieses Interesse an, und teilweise werden wirklich so ganz banale Dinge gestellt. Also es kommt natürlich auf das eigene Wissensschwerpunkt und Gebiet an, aber teilweise ist es wirklich so, ja, gute Frage. Wie ist das eigentlich? Und dann findet man sich irgendwie in einem weiteren Rabbit Hole wieder, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt reingucken. Und auch das könnte man in einem Seminar, also ich plane das auch mal zu benutzen, zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt nur diesen einen Aspekt, und da muss man sich natürlich auch gute Fragen überlegen, weil man kann natürlich auch gewisse Curveballs werfen, die einfach schon so sehr, aber das soll man in dem Unter hier auch nicht. Also die nennen das, dass man keine biased questions oder loaded questions, die einfach schon total in eine gewisse Richtung gehen, stellen soll. Also es gibt gute und schlechte Fragen, aber auch das kann man und sollte man ja einfach lernen. Und der letzte Punkt, jenseits von dieser Methodenansage, ist, dass ich finde, dass Hochschulwerbung und Outreach im Neudeutschen
hier auch stattfindet. Und deswegen habe ich einfach mal, genau, die Otto von Guericke Universität ist da. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wenn du jemanden irgendwie hast, der ist irgendwie jetzt mit dem Abi fertig oder hat sein FSJ oder wie auch immer, internetaffin, all diese Klischees, man kann so einen Lackmustest durchaus mal durchführen, so wie aktiv ist denn eine Gruppe online? Das translatiert natürlich nur bedingt auf die echte Fachschaft oder die echte Dynamik an einem Lehrstuhl oder einem Studiengang. Aber ich würde behaupten, um so ohne jetzt nennenswerte Kosten, so eine 20 Minuten mal irgendwie zu gucken, und da muss ich, habe ich zwei Beispiele gefunden, die doch sehr in die Witz-Meme, wie auch immer, Richtung gehen. Aber also wo man auch als erste, die erste Sache ist natürlich schon mal die zweite Sache ist der Knaller heute bei der Ringvorlesung völlig enttäuscht festgestellt, es ging gar nicht um einen Ring. So, genau. Und genau, also, und das ist natürlich auch relativ klein, ich meine, hier ist keine Online und so, aber das ist ja auch die Frage, wie sehr lebt man das? Wie sehr ist das sozusagen bespielt? Ein sehr großartiges Unter ist das vom KIT, also bewusst sich abgrenzend gehalten, also nur der Just for Fun Subreddit. Auf der anderen Seite findet man dann durchaus mal irgendwie, hey, ich will ins Wohnheim, hier habe ich da überhaupt irgendeine Chance? Und es sind Fragen, die man wahrscheinlich am Ende des ersten Semesters sich selber beantworten kann, nachdem man komplett umgezogen ist und sein ganzes Leben nach Karlsruhe sozusagen umgestellt hat. Das KIT kennt natürlich auch irgendwie jeder. Da sind auch viele, wie gesagt, Inside-Jokes dabei. Und das zweite ist die Uni Stuttgart, die irgendwie, ja, hier 911 lieben Webex. Also irgendwie haben sozusagen die Leute, die online sind, denen kann man bestimmten Namen geben. Es gibt Flares, also im Sinne von die Themen, also Frage, Questions. Zum Beispiel in Stuttgart ist so ein Inside-Joke, dass die Rolltreppen immer kaputt sind. Das kann ich jetzt für Berlin zum Beispiel auch behaupten. Aber auch wirklich so, liebe Stuttgarter, so sieht eine funktionierende Rolltreppe aus. Aber auch einfach, jetzt mal ab, Frage, Question. Wo würdet ihr einen Werkstudentenjob suchen? Einfach so hochgradig relevante Dinge. Und es kann mir jetzt keiner erzählen, dass die Karriereabteilung von der Uni Stuttgart daran kein Interesse hat. Das ist doch genau deren Überlegung, zu sagen so, hey, wir bilden hier Leute aus, die wollen wahrscheinlich nebenbei arbeiten. Also irgendwie ergibt das zusammen für mich so eine runde Sache. Ja, definitiv. Also ich meine, ich glaube, die Frage aus Uni-Sicht ist so ein bisschen, oder aus den zentralen Marketingabteilungen, also wer kümmert sich da drum, wer schaut da halt mal drauf, dass da nicht irgendwie zu alberne Sachen passieren, die dann vielleicht auch so eine Uni oder so eine Hochschule irgendwie nicht so gut im Licht dastehen lassen. Und wer kann halt den Zeitaufwand treiben, das halt zu tun. Also es war jetzt auch in den letzten Monaten und Wochen mehrere Artikel irgendwie bei Netzpolitik, Hochschulen der Länder ab ins Fediverse, ja, jede Hochschule, also so ein bisschen mit der Argumentation, okay, Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre haben die Hochschulen den Studierenden allen ganz selbstverständlich E-Mail-Adressen gegeben, und für viele Studis war das halt sozusagen die erste E-Mail-Adresse im Leben, und damit haben die Unis eben auch einen großen Digitalisierungsvorschub, wenn man so will, für die Gesellschaft getan, und dass die Unis jetzt eben genauso auch so dezentrale Netzwerke eben pushen könnten, indem jede Uni halt sich so eine Mastodon, Fediverse, PeerTube, was auch immer, Instanz da halt baut und jedem Studenten, jeder Studentin ganz automatisch da so einen Account mitgibt. Und ich meine, klar, also das halt technisch aufzusetzen, so einen Server und das zu administrieren, ist halt die eine Sache, die ist wahrscheinlich relativ überschaubar. Die andere Sache ist eben, dass dann zu moderieren und zu gucken, und wie kriegt man diesen Prozess hin, wie wird das föderiert, welchen Instanzen vertraut man und folgt man und welche blockt man vielleicht, weil da eben irgendwie eher so die Trolls unterwegs sind. Und ich meine, das ist hier ja so ein bisschen das Gleiche. Also ich habe jetzt mal bei Magdeburg geguckt, also ja klar, das Subreddit dort ist auch so ein bisschen, da gibt es auch so Anspielungen, also zum Beispiel, dass es in der Mensa häufiger mal Käseschnitzel gibt und es dann episch lange Schlangen gibt an der Schlange. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es gibt zum Beispiel ein Instagram, also vielleicht sind wir mehr die Instagram-Uni, es gibt halt einen Instagram-Account. Das kann natürlich auch sein, das ist mir natürlich auch total egal. Es geht jetzt eher so um dieses, es sind sowieso Leute dann, das muss man sich überlegen, die in ihrer Freizeit Inside-Jokes über ihre Uni, das ist eine Goldmine für den Promotional Outreach, meiner Meinung nach. Eigentlich ja, klar. Also ich meine, und es geht ja noch nicht mal darum, dass du jetzt da voll die Moderatoren und da jetzt irgendwie, da soll keine Vollzeitstelle draus werden. Liebe Unis, nein, auf keinen Fall. Diese Graswurzelbewegung, dass man eben sagt, okay, also Trolle werden hier auch ganz schnell in ihre Trollhöhle zurückgeschickt. Die werden hart runtergevotet.
Es gibt Regeln, an die man sich zu halten hat. Also all das, was wir im Internet lieben, natürlich ist Reddit auch wieder eine Big Tech aus den USA und all das gehört dazu, aber dann kommt ja entsprechend das Argument aus dem Fediverse. Die Unis haben das Internet verdammt nochmal mit erfunden. Ja, wieder vor allem aus den USA. Ne? Aber irgendwie, also es geht eben gar nicht darum zu sagen, so, boah, das muss voll im Uni-Design und Logo und um Gott Corporate Design und wie auch immer. Das wäre ja genau der falsche Weg. Aber irgendwie so diesen Club der Willigen, die da sich sowieso rumtreiben. Und ich würde tatsächlich auch so eine Schein-Unterseite, also wie zum Beispiel KAIT, als Just for Fun Reddit. Und ich glaube auch, dass jetzt hier, also falls jemand von der Uni Stuttgart das irgendwie sieht, ich glaube, das ist natürlich von Studierenden oder vielleicht auch von Alumnis. Irgendwie ist es aktiv, Sachen werden hochgevotet. Hier sagen sie zum Beispiel so, irgendwie es muss höflich zugehen, es braucht irgendeinen Bezug. Irgendwie muss es damit zu tun haben und Sarkasmus ja, Bashing nein. Es gibt Regeln im Internet, an die hat man sich zu halten. Und das ist irgendwie genau für mich die richtige Schnittmenge. Und das, wie gesagt, drei Punkte rein von der Methodik her. Dinge, die man einfach ins Seminar einbauen kann. Und so ein gewisser, wie ist denn die Uni digital aufgestellt, ohne dass man teure Werbeclips drehen muss. Das ist ja irgendwie auch bei uns immer so ein berühmtes Narrativ. Das wollen wir einfach nicht. Definitiv. Also bei uns von der OFGU haben wir ja gerade gesehen, ne, auf der Reddit-Gruppe irgendwie so um die 170 Leute. Ja. Es gibt einen Instagram-Account, der heißt Uni, also der offizielle Instagram-Account heißt Uni-Magdeburg und es gibt halt einen Instagram-Account, der heißt Uni-Mimeburg. Der hat auch nur 5 Beiträge. Ich weiß nicht, ob da häufiger mal was in den Stories gepostet wird, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Ich hab den auch im Pad verlinkt. Ja, das Problem ist bei Instagram. Bei Instagram, genau, dass du halt nicht. Doch, du kannst einen Beitrag kannst du genau, machen. Genau, das ist der offizielle. Und wenn du jetzt halt oben in die Adressleiste statt Magde halt Meme hinschreibst, ja, dann kommst du auf diesen Meme-Account. Und sieht immer noch aus wie der offizielle. Nee, das ist auch noch der offizielle. Ich wollte mir jetzt erstmal den in Ruhe. Ja. Naja gut, und ich meine, der offizielle ist halt, wie man sich so einen offiziellen vorstellt, der ist halt ordentlich gepflegt und bespielt, aber natürlich so hauptsächlich mit Hochglanzfotos. Ja. Meme? Genau, der ist, oh Gott. Das ist genau. Aber guck mal, die haben einfach wahllos 5 Sachen hochgestellt. Ja, die haben wahllos 5 Sachen hochgeladen und haben halt trotzdem auch mehr Follower als eben jetzt dieser Subreddit. Das ist das, was ich meinte. Ja, es ist. Also Leute, ich glaube, Stifte raus, sich einmal irgendwie Sachen überlegt, da könnte man, also da kann man viele schöne Sachen draus machen und man muss irgendwie seinen Studierenden, seinen Absolventen und seinen Leuten auch irgendwie natürlich einfach trauen, aber das sollte man eben. Also ich werde da mal reinschauen, ich werde da mal ein bisschen gucken und das mal auch etwas kultivieren. Ich hatte noch 2 Links und vielleicht ist das die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Programm, zum Lego-Praktikum. Ich hatte noch 2 Links in das Pad reingetan zu diesen besprochenen MATLAB oder Mathe-Memes, die halt in dem Lego-Praktikum entstanden sind Social-Media-Challenge am zweiten Tag. I'm on it. Also ich kann ja vielleicht, genau, da ist nämlich schon. Ja, klar, ja, es gute, also wir sind ja Meme-Konnoisseure. Gute Verwendung, richtige Verwendung des Templates. Es hätte noch ein Ticken mehr, da hätte es mehr Text sein können. Ich glaube, ein Datum hätte noch, aber es fasst das Ganze gut zusammen. Also ich finde es exzellent. Also das passt ziemlich gut. Und das andere ist, wenn du dir halt überlegst, dass das auch wirklich eigentlich nur mit 2 Interpunktionszeichen auskommt. Ja. Das versteht man halt auch wirklich nur, wenn man da schon mal war. Also ja, das ist sehr zielgruppenspezifisch. Das ist sehr zielgruppenspezifisch. Ja. Und wie ich sage, sind beides irgendwie Hochkommas und das eine geht halt im Quelltext und das andere geht halt nicht. Und wenn man den Quelltext irgendwie einmal in der PDF-Datei kopiert und wieder raus, dann hat sich halt das Hochkomma verändert. Und ich würde sogar behaupten, das Drake-Meme funktioniert, wenn da nur MATLAB stünde. Und dann wüsste man trotzdem, was gemeint ist, als Insider sozusagen. Also ohne deine Erklärung vorhin hätte ich es nicht verstanden, weil ich kein MATLAB benutze. Aber ja, großartig. Und dann hast du noch ein drittes. Das war der Account. Ja, also sehr gut.
Dann machen wir eigentlich direkt weiter mit dem Lego-Praktikum, würde ich behaupten. Ich kann ja versuchen, ganz kurz auszuholen und so ein bisschen das Große und Ganze ringsrum zu erklären. Ja. Also dieses Projektseminar Elektrotechnik, Informationstechnik in Klammern Lego Mindstorms, wie es eigentlich heißt, ist so gedacht, dass Studierende dort lernen sollen, in MATLAB zu programmieren, weil das halt für uns, für das zukünftige Studium nicht ganz unwichtig ist. Und aber dieses, es ist ein vollwertiges Seminar, das ist nicht so ein, also nicht nur ein Vorkurs sozusagen. Nein, genau, es ist ein vollwertiges Seminar. Es gibt für die Studierenden 4 Credit Points da drauf und das findet eben nicht semesterbegleitend statt, sondern als Blockveranstaltung immer in den ersten 2 Wochen der semesterfreien Zeit oder eben der Prüfungszeit. Und im Normalfall sollten die Studierenden nach dem ersten Semester dort bis auf die schon angesprochene Matheprüfung keine Prüfung haben. Manchmal, wenn Studis das schieben, dann haben sie halt natürlich trotzdem da irgendwie ein paar Prüfungen drin. Das lässt sich aber alles vereinbaren. Ja. So, und dann gibt es da halt auch eine Note drauf. Die Note teilt sich auf in Mitarbeit, in die Präsentation, die die Studierenden dort halten und in ein kleines Paper, was sie am Ende schreiben, in dem sie ihre zentralen Ergebnisse nochmal zusammenfassen. Und es geht, wie gesagt, ums Programmieren lernen. Und man könnte jetzt eigentlich im Prinzip so ein ganz klassischen Programmierkurs machen, ja, montags machen wir irgendwie Datentypen und dienstags machen wir Funktionen und genau, ja, und Dings machen wir Schleifen und so und das wäre halt natürlich relativ langweilig. Das wäre deutlich weniger Aufwand für dich, das wäre... Ja, und es wäre vermutlich deutlich weniger Aufwand. Setzt einmal ordentlich auf, ziehst du jedes Jahr durch. Genau, und vermutlich würde man da auch schon eben ganz gutes Material finden, was das halt abbildet. Was wir halt machen ist, es gibt so eine ganz kurze Einführung in MATLAB. Es gibt dann geben wir den Studierenden einen Kasten Lego an die Hand mit so einem programmierbaren Baustein. Das sind eben diese Mindstorms, NXT oder EV3. Ja. Gibt es so verschiedene Varianten. Und dann gibt es eine kurze Einführung in, wie kann man da die Motoren ansteuern und wie kann man da die Sensoren, gibt verschiedene Sensoren, Tastsensoren, Ultraschallsensoren, Farbsensoren und so weiter, wie kann man halt von denen Daten holen und auslesen. Und dann haben die Studis so eine grobe Idee, so wie das halt geht und was man damit machen kann und denken sich dann selbst eine Aufgabe aus, die sie halt umsetzen wollen. Okay. Also irgendwie die Aufgabe ist, bau irgendeine Maschine, die eine mehr oder weniger sinnvolle Aufgabe erfüllt und programmiert die halt. Und dann beim Programmieren, dann stellen halt die Studierenden fest, oh, jetzt machen wir irgendwie immer wieder das Gleiche, wäre halt nicht schlechter, vielleicht eine Schleife ringsrum zu bauen. Oh, jetzt machen wir hier irgendwie ein bisschen komplizierte Berechnungen. Vielleicht ist es schlau, die halt in eine Funktion auszulagern, sodass wir dann die internen von den globalen Variablen trennen und lauter so Geschichten. Also man stellt dann halt beim Programmieren natürlich fest, jetzt brauchen wir diese ganzen Sachen, die man halt eigentlich in einem Programmierkurs sich erarbeiten würde, aber man macht das dann halt eben live am Beispiel und was man ja dann halt lernt, im Normalfall ist eben, gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht. Der Computer macht eben nicht das, was man sich so überlegt hat, sondern der macht halt ganz genau das, was man da halt hinprogrammiert hat. Ich fühle diesen Satz. Ja, und im Zweifel fährt der Roboter dann halt in seinen Robotertod. Aber der macht dann halt einfach falsche Sachen. Und das würde man vielleicht so, wenn man jetzt halt irgendwelche, wie du sagst, das 500. Beispiel zu rekursiven Funktionen nachprogrammiert, halt gar nicht so vielleicht merken, was da jetzt eigentlich das Problem ist, aber bei der Maschine, die dann halt eben nicht das macht, was sie soll, also wirklich physikalisch, stellt man das halt sehr schnell fest. Und mehrere Fragen. Haben die alle genau das gleiche Lego-Set? Also die Input-Bausteine? Im Prinzip ja. Also diese Kästen sind jetzt aber mittlerweile 15 Jahre alt. Das heißt, da ist in jedem Kasten nicht mehr notwendigerweise genau das gleiche drin. Aber wenn ihnen irgendwie Teile fehlen, kann man sich aus dem Nachbarkasten mal was borgen. Aber gibt es einen zusätzliches, also irgendwie bekommen die Kassen ein Problem, wahrscheinlich Zweiergruppen, ich glaube einer hat irgendwie das Solo-Schicksal ereilt. Ja, also im Normalfall, machen sie das in Zweiergruppen, selten auch in Dreiergruppen und über die Pandemie, das werden wir mal nächstes Jahr jetzt wieder rausnehmen, haben wir auch gesagt, auch Einergruppen in die Einer-Infektionsgemeinschaft der Wahl, dann ist es auch okay, wenn man das halt in der Zeit ganz alleine macht. Naja, im Normalfall geht es auch schon darum, sich halt so ein bisschen Gruppenarbeit zu machen, sich in der Gruppe abzustimmen, vielleicht auch sich dann eben zu überlegen, wie stimmt man sich da ab? Weil
in der Zweiergruppe geht das noch ganz gut. Einer baut, einer programmiert und dann kann man sich mal abwechseln. In der Dreiergruppe ist das schon schwieriger. Und selbst Kommunikationsstränge, ja. Genau, weil man halt irgendwann so Overhead hat, ja, und sich total eben auch ein bisschen Zeit- und Projektmanagement natürlich überlegen muss. Die zwei Wochen sind dann auch endlich und weil man dann halt auch selbst zu zweit beim Programmieren schnell an diesem Spruch ankommt, what one programmer can do in one month, two programmers can do in two months. Ja, ich habe noch eine Frage, wenn, also Sie bekommen das, oder Sie überlegen sich ein Problem, wie, jetzt hast du gesagt, okay, dann baut man eben eine Vorschleife, das sind ja wirklich Erstsemester, wenn ich das richtig verstanden habe, wie kommt dann fachlicher Input? Gibt es dann irgendwie Videos, Flip Classroom, also kannst du noch was zur Seminar-Modalität? Ja, na, es gibt, also für diese grundlegenden MATLAB-Sachen ist natürlich erstmal die eingebaute Hilfe in MATLAB sehr nützlich. Es gibt 1001 Forum im Internet, wo man nachgucken kann. Wir als Lehrpersonen sind ja dann auch ansprechbar, Thomas Scheischmidt und ich und noch ein Kollege, wenn es dann irgendwie Probleme gibt. Es gibt sozusagen von uns so ein kleines MATLAB-Handbuch und so eine Anleitung, wo eben die wichtigsten Sachen drinstehen. Ja, aber nur um so Unknown Unknowns zu vermeiden. Aber es, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie dienstags 4 Stunden Rückbetankung und dann dürft ihr bauen, sondern ihr baut und ihr findet eure Probleme und Lösungen selber. Und wenn, genau. Okay, cool. Und dann ist, dann kann man sich halt eben, wenn man jetzt feststellt, oh, jetzt bräuchten wir mal eine Schleife, was gibt es für Schleifen? Die hier würde ganz gut passen. Und dann guckt man halt in die MATLAB-Hilfe, die ja auch sehr interaktiv aufgebaut ist. Bevor wir ins Video, kann man das jetzt in dem Fall konkret umsetzen. Bevor wir ins Video steigen, letzte Frage. Wie beliebt ist das? Ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwie aussieben musst. Ja, also es ist ein Pflichtfach für zwei Studiengänge, für Elektro- und Informationstechnik, Bachelor und für Elektromobilität. Und es ist ein Wahlpflichtfach für, ich glaube, die Wirtschaftsingenieure und für noch einen anderen Studiengang. Und es sind, also es kommen immer mal ab und zu Leute, auch für die es praktisch nur ein Wahlfach, Wahlpflichtfach wäre, und gucken sich das so und so an und stellen dann aber meistens nach 1-2 Tagen fest, was viel Arbeit ist. Ja, es ist doch halt eigentlich irgendwie relativ aufwendig dafür, dass da halt am Ende dann in Anführungszeichen nur 4 CP rausputzen. Ich meine, 4 CP sind halt, wenn man das umrechnet, 120 Stunden. Ne, davon sind sozusagen 2x40 Stunden für die 2 Wochen Vollzeit, die halt dieses Blog-Seminar in Präsenz stattfindet und dann am Ende eben nochmal 40 Stunden. Ach, für ein Blog-Seminar doch ganz schön fair, muss man aber auch mal sagen. Ja, also es dafür, ist fair, das so, aber ich glaube, es gibt halt am Ende, also wenn man das jetzt mit vielen anderen Lehrveranstaltungen, gehst halt irgendwo hin und dann hörst du dir halt ein Semester was an und dann gibt es vielleicht irgendwie alle 2 Wochen eine Übung und am Ende machst du eine mündliche Prüfung. Es gibt immer einen schnelleren, kleineren Pfad. Das mag also wohl so sein, aber da wird nicht Lego gebaut. Also genau, sind das gar nicht so Low-Hanging-Fruits, aber also es macht natürlich Spaß. Also alle, die da halt mitgemacht haben und die das durchgezogen haben, die sagen halt, ja, ist halt auf jeden Fall eine super geile, super interaktive Lehrveranstaltung, in der man halt sehr viel mitnimmt. Und in der, also wo du dich zumindest eben auch schwer verstecken kannst. Ne? Ja, also wenn du da halt so nichts machst und versuchst da irgendwie so mitzuschwimmen. Dann hast du halt auch am Ende nichts. Also dann hast du halt auch am Ende nichts, was du da präsentieren kannst. Okay. Und dieses Präsentieren, das ist eben auch eben ein Drittel der Note, ein wichtiger Teil dieses Seminars. Und ich glaube, das ist auch so der, wo wir, also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, haben wir, das gibt es jetzt zum 11. Mal, ich glaube, wir haben das lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht, von der RWTH Aachen übernommen. Ja. Aber ich würde halt behaupten, wir haben es auf jeden Fall verfeinert, verbessert, optimiert, zur Perfektion getrieben. Und es gibt eben, um nochmal diesen Präsentationsdings zu zeigen, es gibt am Ende der ersten Woche machen die Studien eine Kickoff-Präsentation. Da zeigen sie oder da sollen sie erklären, was sie vorhaben, was sie bauen wollen, ungefähr wie sie es umsetzen wollen, was sie für Probleme erwarten. Das ist so ein Delta. Und genau, und dann gucken wir uns das halt an und sagen, das halten wir für realistisch, das halten wir nicht für realistisch, das ist zu einfach, probiert mal noch das und das. Oder das halten wir für viel zu kompliziert, das werdet ihr niemals nie schaffen. Hast du wirklich schon Projekte schon mal weggekickt und gesagt so, nee, oder wo wir denn sagen, wir haben es jetzt nicht verstanden, wir haben auch das Gefühl, ihr habt es auch nicht so richtig verstanden, was eure Maschine jetzt einfach tatsächlich machen soll. Oder überlegt euch mal so 1-2 Meilensteine dazwischen zu eurem Endziel und wenn ihr die dann umgesetzt bekommt, dann wäre das halt auch schon mal eine ganze Menge wert. So, also ich muss sagen, dass die Sachen, ich habe mir alle Gruppen kurz angeguckt, dass das alles auf einer, also das ist alles ein Schlagwort, also Farbsortierer, Sockensortierer, Dosenöffner, ich glaube, der war jetzt dieses Jahr nicht dabei. Also, und wie es grob funktioniert, würde auf den Bierdeckel passen.
Und zwar nicht so außenrum, sondern schon auch die Mitte beschrieben. Also es ist irgendwie ja, so ein... Ja. Okay. Definitiv. Dann genau. Lass uns doch so, mal dann gibt's halt zum genau. Und dann gibt es halt zur Mitte der zweiten Woche Zwischenpräsentation und dann gibt es am Ende große professionelle Abschlusspräsentation. Was ich besonders fand, du hast Co-Moderatorinnen gehabt. Waren das aus einem übergeordneten Jahrgang? Wie kam es dazu? Das wird ja, also ich wollte da halt nicht allein sitzen, um durch diesen Tag zu führen. Es ist ja genauso wie hier halt cool, wenn man sich irgendwie gegenseitig so ein bisschen die Bälle zuwerfen kann. Ja. Und ich hatte das im letzten Jahr halt mit einer Studentin gemacht, die auch Medizintechnik studiert, also sozusagen so ein Parallelstudiengang. Mhm. Und diese Kamera, weißt du, die ist so großartig. Also auch die Farben im Hintergrund, es wirkt so krass, also was heißt wirkt, es ist so professionell. Ja, das ist halt, also das geil. Ist halt das Studio und Peter, bei dem wir das halt machen. Also der brennt da halt auch total für. Ich glaube, da ist auch mit ganz viel Liebe eben dieses Studio ausgestattet. Deswegen ist da auch dieses Medizintechnik im Hintergrund und diese Lavalier-Clips an. Und diese Heartbeat-Linie und ja, und das waren eben auch zwei Studierende, die halt, also nicht Elektrotechnik studieren, sondern halt Medizintechnik, also auch bei uns an der Fakultät, aber halt in einem anderen Studiengang. Okay. Und die jetzt irgendwie auch schon ein, zwei Mal in so Videos aufgetreten sind, also die, glaube ich, jetzt auch keine Berührungsängste hatten, da sich vor eine Kamera zu setzen. Auch so cool, dieser persönliche Verweis am Anfang, so, hey, was machen wir eigentlich? Schon irgendwie ziemlich cool. Ja, das ist schon was Besonderes. Muss das Psychom-Gen ist schon ganz früh auch bei mir, glaube ich, durchgetreten. Genau. Das müssen wir auch direkt zeigen. Und zwar, ich hoffe, man sieht, jetzt habe ich zu früh gewechselt. Man sieht es nur ganz, man sieht es in OBS. Nee, du bist oben drüber. Ah, man sieht es nicht. Unten beim Kollegen Schallschmidt steht Außenwette. Das sind so kleine, feine Details. Erst, ich glaube, irgendwann sagt ihr so, wir gehen zurück zur Außenwette. Dann habe ich schon gedacht, so hihihi, Kind der späten 90er, wetten das. Ich weiß nicht, ob die Referenz jetzt alle verstehen, aber das ist ja auch egal. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Studis das alle verstanden haben. Auch diese Anspielung am Anfang, dass ich halt zu Charlie gesagt habe, hallo Thomas, hallo, alles klar, klar. Ist egal, das war großartig. Und dass ihr das dann wirklich, dass ihr den Zoom, also den Account auch so genannt habt, die Kamera, die sich bewegt hat, also dafür kann man sich einfach mal selber feiern. Genau, im Hintergrund auch schön genug Dynamics, fand ich auch sehr angenehm, Handmikrofon. Und Thomas Schallschmidt hat es ja geschafft, mit Leuten im Raum zu interagieren, also mit Studierenden, gerade so als Übergang, Fragen zu stellen und im Chat zu schreiben. Das muss man erstmal schaffen. Also ich finde, allein so einen Raum zu moderieren ist schon genug und dann irgendwie noch im Chat, fand ich cool. Was haben denn die Studierenden dazu gesagt, dass du gesagt hast, Leute, übrigens Twitch, ich und meine 170 Follower sind am Start? Zumindest gab es jetzt keine großen gegenteiligen Meinungen dazu. Also, weder in positivem noch im negativen Sinne. Also ich glaube, die Studierenden haben das schon alle am Ende auch geschätzt und haben das halt dann gut gefunden, dass ihren Sachen da eben auch so eine große Bühne gegeben wurde. Weil ich meine, man ist ja dann eben wirklich auch zwei Wochen intensiv damit beschäftigt, sich da halt irgendwie was Cooles auszudenken. Ja, und wenn das dann halt am Ende, kennen wir ja auch irgendwie alle so Präsentationen in der Uni, ne? Man hat sich irgendwie was super Geiles ausgedacht und ist total überzeugt davon. Und dann präsentiert man das, dann sitzen da irgendwie so zwei, drei Leute von irgendeinem Lehrstuhl, machen am Ende Slow Clap. Ja. Und dann und von den drei Leuten, einer muss da sitzen, weil er prüft, der andere ist Protokollant und das andere, der dritte ist der andere Prüfling, der nach dir kommt. Also, da kommt nicht so eine Stimmung auf. Das kann nicht funktionieren. Ja, finde ich mega. Ich würde auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie sehr du jetzt reinschauen magst. Ich fand direkt den Start von dem Kollegen mit dem Mikrofon jetzt sehr stark. Wolltet ihr, dass dir das Mikrofon wirklich so rumgereicht wird oder... Weil das ist das Einzige, was mich so ein bisschen verwundert hat. Ja, wir hatten, glaube ich, einfach nicht genügend Mikrofonkanäle dann dort unten. Also das war jetzt halt eine Effizienzsache, weil wir halt zu dritt schon auf dem Sofa saßen und verkabelt waren. Und, er meinte ja original so, ja, das kann man jetzt positiv wie negativ sehen. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Fand ich irgendwie eine starke erste Ansage.
Genau. Ja, also, weil wir, das ist ja ein ganz abgefahrenes Setup, weil wir ja auch irgendwie den Ton nochmal aus Zoom hören mussten, damit wir halt Thomas hören, haben wir auch wieder In-Ear-Monitoring gehabt und das lief halt auch über Rode Mikrofone sozusagen, über so, genau, über so einen Rückkanal. Und deshalb, ich weiß nicht, wir hatten da praktisch irgendwie 6, 7, 8 solcher Rode-Funkstrecken halt in einem Raum und dann noch mit Handys zusammen gab es da so ein paar Störungen. Bei den nach dem Mittag haben wir den Ton von den präsentierenden Studis, glaube ich, über so ein Shotgun-Mikrofon, was über den Tisch hingange, das, was man da oben sieht, genau. Also man sieht die, also da sind mehrere Dutzende Meter verlegt. Ich will noch kurz auf Kamera 2 sozusagen zu sprechen. Ja. Wie wurde, also hier, vielleicht gehen wir mal durch, ganz links sitzen die aktuellen Präsentierenden. Genau. Das könnte ein Teleprompter sein, muss aber nicht. Das war, glaube ich, ein Kontrollmonitor für Sie. Wobei hier vorne ist der Kontrollmonitor. Also es gab x Kontrollmonitore, Dann Shotgun-Mikrofon, ihr auf der Couch, damit ihr seht und man Blickkontakt hat. Genau. Dann hier rechts, da waren zwei Studios. Da saßen zwei Leute, die ganze Technik bedient haben, ganz genau. Da wäre noch ein Ringlicht gewesen und noch ein LED-Panel, hat man nicht gebraucht. Mehrere Scheinwerfer, also Belichtung einfach 1A, kann man wirklich gar nicht sagen. Ton war auch super. Deko war irgendwie da. Natürlich sieht das jetzt unorganisiert aus, im Sinne von, was glaubt ihr, wie TV-Studios im Rücken aussehen oder Backstage? Vielleicht ein Ticken organisierter, weil noch mehr Menschen mitarbeiten und Räume größer sind. Aber für eine Uni-Produktion, und ich glaube, die Kollegen, die das von der Produktion gemacht haben, machen das jetzt auch nicht hauptberuflich, oder? Nee, nicht, natürlich nicht wirklich, nein. Krass. Also, genau. Und jetzt zu Kamera 2. Wie konnte die sich hoch und runter bewegen? Die hängt an so einem Zahnradgurt und fährt halt die ganze Zeit hoch und runter. Aber einfach in einem Muster oder wurde die gesteuert? Einfach die ganze Zeit, also so wie ich das verstanden habe, die hat oben Endschalter und unten Endschalter und die fährt dann hoch und fährt wieder runter und fährt hoch und fährt wieder runter. Und die macht das halt, keine Ahnung, einmal pro Minute und ist in ihrem Leben schon tausende Male hoch und runter gefahren. Und der Zoom hat dann, nee, das war kein Zoom, das war eine zweite Kameraperspektive, oder? Genau, also hier, Weil es müssen drei Kameras sein. Du hattest ein Close-Up, ihr hattet eine Halbtotale und deine Moderatoren. Genau, es waren drei Kameras für das Sofa, also zwei für die Mädels, eine Kamera für mich, eine für die Totale und es gab eine Kamera eben für die präsentierenden Leute hier. Und dann gab es halt noch diese Radiocam. Probieren wir jetzt, glaube ich. Genau, das ist die Kamera, die hoch und runter fährt. Ja, krass, okay. Genau, das ist deine. Auch für Brillenträger super wenig Spiegelung und alles. Also das ist alles so Sachen, das weiß man erst, wenn man so ein Setup mal versucht hat aufzubauen, an den 17 Punkten, die dann sozusagen scheitern. Und in diesem großen Legostein, das zeige ich auch irgendwann in dem Video, ist halt dann mein Spickzettel drin, was für sozusagen die nächste Gruppe und geschenkt. Ich meine, auch das würde ja über in ihr kommen, wenn jetzt das Produktionsteam, oder es gibt ja auch Aufnahmeleitung und Co., wenn die in einem anderen Raum sitzen. Also, was du sonst auf die Ohren bekommst in einem professionellen Umfeld, ist ja viel mehr, damit du eben weißt, wann Werbung geschaltet wird und wann man irgendwie gerade mal unterbrechen muss oder was als nächstes kommt. Kein Moderator dieser Welt weiß das alles auswendig, vor allem nicht, wenn dir Tausende von Leuten zugucken. Also, die Unterstützung, die man da braucht, ist deutlich größer. Sehr gut. Genau, dann vom Ablauf war ja letztlich so, ihr habt ein- und übergeleitet, in der Zeit wurde umgebaut. Genau. Dann hat die Gruppe oder selten die Einzelperson präsentiert. Dann gab es Fragen aus der Außenwette. Ihr hattet Fragen und dann ging eigentlich das Ganze wieder von vorne los. Genau, und man konnte halt noch Fragen in den Twitch-Chat stellen. Da war auch ordentlich was los haben sich auch, also ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht so richtig, aber ich würde sagen, dass wahrscheinlich mehr Leute zugeschaut haben von extern als sozusagen auf GU intern. Also ich glaube, das würde ich definitiv bestätigen. Wir sind irgendwie bei 373 Aufrufen. Wir sehen, je nachdem, wie ich vorgehe, dass das, was im Chat passiert. Genau. Ich würde sogar behaupten, dass die Studierenden, die da was präsentiert haben, Freunde und Familien Bescheid gesagt haben. Wahrscheinlich ist das so, weil die Hürde so niedrig ist.
Also wenn man sich schon mal wo anmelden muss, um sozusagen Daten rauszubekommen, dann ist das schon so, okay, das macht vielleicht ein sehr engagierter Elternteil. Aber wenn man nur einen Link braucht, wirklich, und dann wirklich nur seinem Kind oder seinem Nachbarn oder seinem WG-Kommilitonen, haben wir auch bei Digi-PH6 gesagt, diese Nahbarkeit und dieses einfach mal zu, dieses im positiven Sinn voyeuristische, absolut nailed it. Also, und deswegen glaube, würde ich behaupten, es ist gut, wenn du sagst, die Aachener machen das auch, aber die streamen das nicht. Insofern. Na, ich weiß nicht, ob sie dieses Seminar noch machen, aber ja, sie haben es halt in der Art, sagen wir mal, erfunden. Ja. Aber also dieses Teilhaben einfach nur mit dem Link, auch ja, dieses Skin in the Game, all das, was wir immer sagen, sehr, sehr cool. Also aus meiner Sicht, was wir total unterschätzt haben oder was ich total unterschätzt habe, war halt dieser Umbauaufwand. Ja. Vielleicht. Gruppe rein, Gruppe raus. Ich habe gedacht, das ist eine Sache von einer Minute. Die einen stehen auf, gehen raus, die anderen kommen rein. Love sind Student, no. komm rein und setz dich rein. Also das ist so, was da haben wir schon. Aber wir kommen gleich zur Mittagspause. Naja, bei dieser Lightpainting-Gruppe, da gab es halt einen langen Umbau, weil ich weiß nicht, ob da irgendwo die Radiocam das zeigt. Ja, gut, die hatten wahrscheinlich Farbstrecke, ne? Ja, weil die halt dieses Gestell da hinten halt reintragen mussten. Ja. Nee, man sieht es hier so ein bisschen. Nein, das ist die Mittagspause. Das ist die Mittagspause. Finde ich übrigens auch, also ich komme ja aus dem Schwärmen nicht mehr raus, weil absolute Good Practice sozusagen, weil wir haben ja noch geschrieben, da meinte ich so, boah, 5 Stunden 16, absurd langer Inhalt. Und dann hast du ja gesagt, ja, aber die Mittagspause zählt ja nicht. Naja, doch, wenn du diese ganzen Videos zurechtschneidest, natürlich zählt das. Das ist Content. Naja, also so, pass auf, soll ich erzählen, wie ich halt das aufgenommen habe? Das habe ich hier auf dem Rechner aufgenommen, wo ich jetzt auch gerade sitze. Ja. Das sind ja einfach die, das habe ich vielleicht am Anfang nicht erklärt, das sind die Social Media Accounts, genau, der Studierenden. Ja. Und das ist ja so ein Ding, was wir halt in der Pandemie erfunden haben. Ne? Früher saßen die Studis immer in einem Raum und in zwei Räumen der Uni, konnten sich da gegenseitig austauschen, gucken, was machten die andere Gruppe so, wie weit sind denn die, was haben die schon Cooles gebaut. Und das ging in dieser Homelab-Variante natürlich nicht. Und dann haben wir gesagt, klickt euch alle einen anonymen, pseudonymen Social Media Account und im letzten Jahr oder in den letzten Jahren war da auch noch viel Twitter dabei. In diesem Jahr waren die halt alle bei Instagram. Ja. Und, ja, gerade und wenn du dann Videos hoch oder Filme hoch oder Fotos. Genau, hoch und dann gab es immer jeden Tag so eine kleine Tagesaufgabe oder so eine Tageschallenge, ne? Postet mal ein Foto von eurem Kasten, macht hier ein MATLAB-Meme, postet, wenn ihr unbegrenzt Zeit und Ressourcen hättet, wie würde euer Projekt dann aussehen und so Geschichten. Und halt immer mal einen Zwischenstand. Und das ist natürlich super, weil man da eben auch sehr schön gucken kann, dann was machen die alle. Und ich habe mich dann einfach hingesetzt hier an dem Rechner, wo ich gerade sitze, habe mir diese 11 Gruppen einfach in 11 Tabs im Browser aufgemacht, habe mir irgendwie die Tastenkombination gemerkt, wie ich zwischen den Tabs switchen kann. Habe Musik im Hintergrund eingespielt und habe halt mich so lange wie dieses Mittagspausenvideo, nee, das ist glaube ich ein 25-Minuten-Schnitt, haben wir halt einfach auf Dauerschleife abgespielt und so habe ich mich durch die Social-Media-Accounts geklickt. Ab und zu like ich mal noch was ich bis da noch nicht geliked hatte oder so. Okay. Das nächste Mal downloade den ganzen Quatsch bitte, schick ihn mir per Cloud und ich knall das alles auf eine Timeline in Resolve, okay? Cool. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das wird am Ende auch nicht viel besser werden, weil du ja immer diese Hochkant-Querkant-Videos hast. Ich meine, und so siehst du jetzt nämlich noch, okay, das ist hier von Gruppe 6, die haben da noch diesen Text so gepostet. Also ja, das stimmt wohl, aber du brauchst halt nicht währenddessen dazu, also es dauert keine 25 Minuten, würde ich damit sagen, aber A for effort, würde ich sagen. Ich fand das jetzt irgendwie sehr, sehr nett. Vor allem habe ich dann auch nochmal alle Sachen gesehen. Das stimmt. Hab halt unten da den, also ne, oben Text und unten Text eingeblendet per OBS. Ja. Nee, alles ganz solide. Also hier hinten sieht man so ein bisschen die Umbauarbeiten. Ja, nee, es war also auch, wie gesagt, ich finde, dass das Content, das zählt, das ist Inhalt. Auch, dass ihr den Stream nicht beendet habt. Ja, du siehst ja, ich habe irgendwo mal so ein Diagramm gepostet, also über die Mittagspause. Also wir waren vor der Mittagspause ungefähr bei 20, 25 Zuschauenden. Ja. Über die Mittagspause brach das natürlich so auf 10 ein. Und das erholte sich dann, aber siehst du, da habe ich jetzt in dem Video noch was geliked, so zack.
Das erholte sich dann auch nach der Mittagspause relativ schnell. Und zum Beispiel da die Kollegen IEEE EMC vom Institute of Electric Electronic Engineers, die Electromagnetic Compatibility Society und ETS Lindgren ist halt auch eine Firma, die in dem Bereich ein großes amerikanisches Unternehmen, was dort aktiv ist. Also da sieht man halt, naja, das ist auch was in dem Fall jetzt bis in die Staaten ausstrahlt. Ja, ne? Ja, also man kann es jetzt irgendwie belächeln, dass das irgendwie ja eine 1-zu-1-Dialog jetzt in den Kommentaren ist. Aber ich würde digitale Mechanismen nicht unterschätzen. Insbesondere, wenn man nur diesen, hey, übrigens, also egal, ob man was fürs Nachmittagsstudium sucht oder ob eure Studierenden ein Praktikum machen, allein wenn man schon mal sagt, so hier übrigens Lego, also wenn es nur ein Conversational Opener ist sozusagen, das würde ich nicht unterschätzen. Ja. Das, übrigens im kleinen Radiocam-Bild gerade, sieht man, wie ich Pizzen verteile. Wir haben Pizzen bestellt. Oder ja, ich bin denn bezahlt? Ich und dann Oha. Die Beteiligten per PayPal und okay. den Studis habe ich natürlich die Pizza bezahlt. Und ich bin dann, ich bin mit meinem Fahrrad schnell losgefahren. Der Pizzaladen ist um die Ecke. Da hatte ich das dann vorher schon am Wochenende bestellt zur Selbstabholung und habe dann schnell die Pizzen in der Mittagspause abgeholt. Es hat super geklappt. Also das Timing war nahezu perfekt. Also keine gute Story mit dir, wo nicht, wir bräuchten so ein Bingo. Ja, dann bin ich aufs Fahrrad gestiegen und dann habe ich halt irgendwie den Plutoniumkanister schnell abgeholt. Der war ja um die Ecke. Ah, großartig. Ja. So, also letztlich fort. Aber wenn man überlegt, irgendwie zwei Leute hinter der Kamera, drei auf der Couch. Du hättest es auch alleine machen können, aber das hatte definitiv eine bessere Dynamik. Insofern, nein, hättest du nicht alleine machen können. Nee, hätte ich nicht alleine machen können. Also hätte ich in dem Fall tatsächlich nicht alleine machen können, weil ich, wie gesagt, komplett diese Sommerpausen unterschätzt habe. Ich hätte die alleine nie und nimmer irgendwie sinnvoll fühlen können. Das wären sozusagen die Innenwette gewesen. Jetzt sieht man den Auszeichen. Großartig. Plus die Thomas Schaltschmidt für die Außenwette. Also das ist... Der Personenaufwand ja, und dann hatten wir ja definitiv. Eine Gruppe oder im Prinzip zwei Gruppen, die nochmal von einem Kamerateam der Uni, von der offiziellen Abteilung Medienkommunikation und Marketing über die zwei Wochen mehr oder weniger intensiv begleitet wurden, weil daraus auch nochmal ein Hochglanzvideo für das Studierendenmarketing zusammengeschnitten werden soll. Und die standen dann, also die haben halt einfach den ganzen Prozess des Projektes über die zwei Wochen noch ein bisschen begleitet. Auch von einer Online-Gruppe, wo sie holen sich den Kasten ab und so bis eben zu diesen Abschlusspräsentationen. Ach, hört, da hatte man dann doch Interesse, mal mit reinzuschauen und noch eine Kamera drauf zu halten. Ja, also die müssten auch bei der allerletzten Präsentation, du kannst ja mal gucken, ob du da halt vorgescrollt kriegst, da müsste es dann auch so ein Radio-Cam-Bild geben, wo dann noch so ein anderes Kamerateam mit dasteht. Und in diesem Sinne, also ich glaube, wir haben da mal gezählt zu so Hochzeiten, wie gesagt, drei Leute auf dem Sofa, zwei Leute an der Technik sind fünf, zwei Studis, die präsentieren, sind sieben, plus zwei Kameraleute, plus sozusagen eine Aufnahmeleiterin, / Redakteurin. Nee, es muss noch weiter hinten sein. Zurück? Weiter vor. Also wirklich so halbe Stunde, 20 Minuten vor Schluss. Genau, das ist jetzt der Sortierroboter und da... Das ist die letzte Präsentation und ich weiß nicht, ob es da ein... Aber das ist wirklich Closing Remarks von dir. Das ist Closing Remarks. Du dankst Leuten. Ich sehe jetzt halt den Slider nicht. Die Präsentation, die wir gerade waren, da vielleicht irgendwie so am Anfang. Ah, okay, weil wir sind gerade schon bei 5 Minuten 11. Genau. Ja, genau, da war irgendwie so ein... No, und dann waren wir halt, ich glaube, zu 10 in diesem Studio und... Siehst du jetzt das Kamerateam. Oh Gott, I love it, okay. Das ist ein schönes Mikrofon. Hattet ihr hier irgendwie noch mehr Wireless-Mikrofone? Also, dass da nichts geknistert hat, das ist eine besondere Leistung. Ja, das fand ich cool. Die beiden Jungs die müssen auch da gesessen haben und sich gedacht haben, wir sind irgendwie im ersten Semester unseres Elektrotechnikstudiums, was passiert hier mit uns? Großartig. Wir sitzen in einem Studio, 1000 Scheinwerfer um uns ringsrum,
diese zig Kameras, die uns filmen, so nach dem Motto, ja. Diese Szene, wo er dem, ich glaube, es war der rote Stein, noch so einen kleinen Schubser geben musste. Nee, großartig. Ja, also, das ist, sagen wir immer, das ist die Hand Gottes. Sie hatten halt, glaube ich, bei ihrer Präsentation vergessen, einen Motor anzuschließen. Deswegen fuhr dieser Wagen halt einfach nicht los. Okay. Aber also vielleicht an der Stelle auch nochmal Shoutout an die Studis. Also die haben das halt alle super gut gemacht. Yeah. Ne? Ja, wirklich. 2 Wochen hatten sie irgendwie Zeit. Das ist ein Blocksemester, erstes Semester. Mal ganz ruhig alle, was die Anforderungen angeht. Und auch, dass nicht mehr und mehr Leute sagen, ja, nee, komm, es ist, was der Markdowski da macht. Aber es gab kostenlose Pizza. Also insofern echt Hut ab, dass also wie viele Gruppen waren es? 9 oder? 11 Gruppen. 11 Gruppen. Das ist halt auch echt ein krasses Seminar, ne? Also 22 Leute. Ja, genau. Also es waren 20 Leute, 11 Gruppen. Es gab halt 2 Einergruppen in dem Sinne. Ja, okay, gut. So, der Stream ging 5 Stunden 16. Das ist ja, was die Videolänge betrifft, sehr, sehr lang, um mal unsere eigene Transition zum nächsten Element zu bekommen. Nämlich Videolängen. Da wollen wir jetzt gar nicht so lang drüber reden. Ich würde sagen, so eine Viertelstunde machen wir da noch voll. 5 Stunden Stream ist sehr, sehr lang. Das zeigt aber gerade, dass es funktioniert, wenn man denn entweder so ein Muster hat, wie ihr jetzt, auch mal eine Pause macht, verschiedene Menschen zu Wort kommen lässt und das nicht ein Monolog wird. Es gibt aber auch Videos, die gehen nur 2 Minuten oder auch nur 6 Minuten. Man kann aber auch ein 30-minütiges oder eine 2-stündige Dokumentation auf YouTube anschauen. Wir haben eine Präsentation oder zumindest ein paar Stichpunkte gefunden, bei denen man sagen könnte, ja, da könnte man das ja nach Format aufschlüsseln. Ich wechsle auch einmal kurz die Kamera und dann steigen wir da direkt mit ein. Ich glaube, der Matthias organisiert gerade sich bessere Mikrofone. Genau, die Idee ist, dass wir... Ja, also ich meine, wie lange sollten Videos sein? Es ist, it depends, sagt man so gerne. Und wenn ich mir zum Beispiel deine Videos anschaue, Matthias, dann sind die keine 6 Minuten lang. Definitiv nicht. Warum also ich habe so? Auch letztes Jahr, warum ist das so? Also ich habe halt auch letztes Video auf eine Statistik gesehen, dass wenn man Leuten irgendwas auf einem Bildschirm zeigt, dass die durchschnittliche Zeitdauer dazu zu gucken, irgendwie so im 40-50-Sekunden-Bereich liegt. Ich meine, da kriegst du natürlich in der Zeit halt nicht viel rüber. Naja, also meine Videos sind so lang, bis halt irgendwie das Thema, bis die Aufgabe halt durch ist. Und das geht mal schneller. Und das zeige ich nicht, wo man brauche. Ja, und das dauert halt manchmal langsamer. Also es sind dann eben schon recht umfangreiche, intensive Elektrotechnik-Aufgaben, die ich ja meistens bespreche. Und wenn dann, ich meine, die Videos, die ich so im letzten halben Jahr produziert habe, waren ja oft auch einfach Mitschnitte von einem Livestream, von einer Sprechstunde mit Studierenden zusammen. Und das heißt, Studierende stellen eine Frage, dann gucken wir uns das irgendwie gemeinsam an, dann erzähle ich ein bisschen was dazu, dann versuche ich irgendwie was zu erklären, dann gibt es halt eine Rückfrage und dann geht es halt so ein bisschen hin und zurück, bis halt am Ende der Student, Studentin sagt, ja, hab ich jetzt verstanden, habe ich auch keine Fragen mehr zu. Ne? Und genau so lange geht dann halt das Video. Genau, wir haben einen Blogbeitrag von der Uni aus St. Gallen. Institut für Bildungsmanagement und Bildungstechnologien. Autor des Blogbeitrags ist Christoph Meyer. Grüße gehen raus. Cite your sources und so. Wir können, erst hatte ich überlegt, dass wir uns die Hauptquelle angucken von TechSmith. Das ist die Firma, die hinter Camtasia steht. Camtasia wiederum ein Videoschneidetool. Ist, denke ich, für einen Kontext durchaus fair, dass man das einfach mal erwähnt. Im Sinne von, welche Interesse hat denn vielleicht eine Firma, die eine solche Studie rausbringt, wenn es darum geht, Videos müssen eine Länge haben, Videos sind überhaupt gut. Einfach so als einen gewissen Kontext. Hier wurde jetzt einfach gefragt, es wurden 900 Leute, sie sprechen also von fast 1000 oder mehr als 900, irgendwas in dem Bereich, aus wohl 6 verschiedenen Zonen, also ja, Kontinente können es ja nicht sein, aber letztlich, sagen wir mal, Länder. USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, ja, also es
der Westen. Und was ich, es ist jetzt immer leicht, so eine Studie runterzureden, gerade wenn sie mit quantitativen Barcharts arbeitet, die zusammen nicht 100% ergeben. Das wollen wir jetzt eigentlich gar nicht. Also ich spreche jetzt einfach mal von uns beide. Man kann aber durchaus mal so kritisch auf den einen oder anderen Chart gehen und drüber sprechen. Ah, guck mal, N gleich 914. Ich finde es immer komisch, wenn man sagt, es sind weniger als 1000, es sind mehr als 900. Sind es 950? Sag doch einfach, wie viele es sind. Es sind 914. Wie die jetzt gefunden worden sind, Sampling Bias, also all das, was ich, also diese Nitty-Pitty-Fragen, die ich jetzt in einem Research-Seminar stellen würde, die wollen wir jetzt nicht stellen, sonst sitzen wir so lange, wie ein Research-Seminar dauert. Wir wollen jetzt nicht weitere 90 Minuten streamen. Einfach auf das, auf diese erste Grafik bezogen, im Sinne von, was haben denn Leute gesagt, dass sie denken, wie sie Videos auswählen. Ich habe das jetzt so kryptisch formuliert, weil das nicht unbedingt das Verhalten ist, wie Leute tatsächlich in unterschiedlichen Situationen Videos auswählen. Sondern genau, eher so, es ist halt das, was sie selber von sich angegeben haben, wie sie Videos auswählen würden, wie es ihre eigene Wahrnehmung ist vielleicht in dem genau. Sinne. Genau, und ich meine, wenn man 1000 Leute befragt, das ist ja auch so, wir haben 1000 Leute befragt, familienduellmäßig, das kennt wahrscheinlich auch keiner mehr, ist, sagen wir mal, es ist stabil. Was mich viel eher stört, und das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen rumgemerkle, diese Punkte sind nicht trennscharf. Ich kann ein informelles Trainingsvideo machen, im Sinne von, dass die Präsentation informell ist, aber ich kann das trotzdem professionell produzieren. Das ist der, also euer Stream war ja gerade die beste, und der war ja sogar semi-professionell im Sinne von, was die Menschen eigentlich an Beruf und Lebensunterhalt verdienen, tun. Aber der war doch trotzdem professionell. Ja, ja, und der war trotzdem halt, also es war total informelles Lernen in dem Sinne, was da stattfand, ja. Der war live, da waren PowerPoints dabei, weil wenn ich es aufgenommen habe, ist es ein PowerPoint-Recording. Also das fand ich als... Ja, weiß nicht, du kannst ja mal runterscrollen zu dieser ersten Grafik, die da ist, also weil das wäre nämlich auch so mein, also ganz davon abgesehen, es wurden mehr als 900 Personen befragt, ja gut, haben dann 914 wurden befragt und 914 haben geantwortet, nee, also es wurden viel mehr Leute befragt und 914 haben halt geantwortet. Moment, du hast gar nicht gesehen, dass ich gestreamt habe, gescrollt habe, genau, ja, nee, jetzt bin ich im richtigen Bereich. Ja, ich bin richtig, genau. Weil ich bin schon runter, genau. Okay. Dieser Chart stört mich. Ja, also diese Kategorisierung, der könnte ich jetzt auch nicht so viel abgewinnen. Weil ich meine, ich kann halt auch in einem Livestream-Webinar-Style irgendwie PowerPoint zeigen. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen ich mache ein PowerPoint-Recording und ein Screen-Recording? Ja, absolut. Bei Colleague or Peer, also... zwischen der informellen Art getrennt. Und aber auch Taxonomien von Videos, alles ziemlich iffy. Und dann, ich glaube, um es sauber zu machen, hättest du nicht diese Frage stellen können, weil dann hätten Lerner so gesagt, so, ja, ich gucke halt Sachen, die mein Problem. Und das kommt ja später als, ja, wenn du irgendwie, keiner antwortet, dass er ein Overhead-Pip-Greenscreen-Chroma-Key-Video lieber guckt, als, so sind wir nicht. Das ist die wissenschaftliche Taxonomie. Insofern, unten kommt ja dann die Formate. Reasons to choose a Video, das fand ich schon interessanter. Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu dem Hobring-Diagramm, was jetzt aus meiner Sicht irgendwie interessant ist, dass diese informellen, ne, also irgendwie so hemdsärmelig produziert, you need perfect or by Tuesday, dass das durchaus gleichbedeutend ist mit den super professional Hochglanzproduktionen und dass eben das Video nicht notwendigerweise besser wird, wenn du es halt Hochglanz produzierst, sondern es kommt halt auf den Inhalt zuerst mal an und eben nicht unbedingt auf die Art, es zu produzieren, wenn sie ein gewisses Mindestmaß an Qualität halt hat. Agree. Hier wird dann gesagt, warum klickst du denn überhaupt oder warum schaust du dir überhaupt ein Video an? Da wird auch nicht, also auch hier noch der Einschub, wie lange wird denn geschaut? Das ist ja irgendwie durchaus auch ein 6-Minuten-Video wird ja nicht 6 Minuten lang geschaut, nur weil es, oder ein 30-Minuten-Video kann ja auch einen sehr relevanten Kern haben, auf den ich dann komme. Wir haben uns ja gerade auch keine 5 Stunden angeguckt. Aber das wird hier nicht diskutiert, aber war jetzt noch so ein Einschub von mir. Description matched what I wanted to learn about. Okay.
Ja, das ist halt, finde ich, zum Beispiel schon spannend, weil ich meine, also wenn du jetzt bei einem großen Videoportal wie YouTube suchen würdest, würdest du doch erstmal nur einen Titel sehen und nicht eine Beschreibung, oder nicht? Ja, doch. Also. Na gut, okay, du siehst halt so ein ganz bisschen von der. Wenn ich jetzt zum Beispiel digitale Lehre eingebe, dann hast du. Die Frage ist, ob du es liest. Also du siehst es. Ja, okay, aber, du siehst es. Zumindest du siehst so den ersten Halbsatz halt davon. Aber sind wir ehrlich, es geht ums Bild. Aber jetzt ist die Frage, wo haben die Leute gesucht? Auf YouTube ist ein halt Thumbnail total interessant. Das ist irgendwo war es auch. Ja, Thumbnail ist halt compelling. Da unten eigentlich unter ferner Liefen. Ja. Genau, aber das ist mit das Wichtigste, zumindest auf öffentlichen Plattformen, dass das natürlich in einem Corporate-Video-Hub oder auf einem Media-Server von der Uni nicht relevant ist. Ja, oder dass da halt im Zweifel alle Thumbnails total gleich aussehen. Genau, weil die Videos konkurrieren ja auf den geschlossenen Systemen nicht miteinander. Auf YouTube, all diese Videos konkurrieren gerade um das Schlagwort digitale Lehre. Ja. Und dann natürlich ist es dann wichtig, dass man mal durchguckt und ja ist klar. Aber gut, mir fehlt jetzt hier auch so ein bisschen die Vorschau. Naja. Sorry. Und insofern, also mir fehlt ja auch der Kontext, was ist denn, wo wird es denn jetzt geguckt? Wird es in einem Unternehmensnetzwerk geguckt? Jetzt stand da ja auch, I was required to watch it. Hat jetzt später die geringste gewünschte Dauer, was natürlich klar ist. Aber das, also nur weil ich ein Video anschauen muss, heißt das ja nicht, dass das Video schlecht ist. Wenn natürlich schlecht gemachte Videos als verpflichtend markiert sind, natürlich sollen die dann möglichst schnell um sein, damit die Leute wieder was Sinnvolles mit ihrer Zeit. Also ein paar Antworten wundern mich sozusagen nicht. Auch the video length was acceptable. Das weiß ich doch vorher gar nicht. Also was ich ja auch so ein bisschen komisch finde jetzt in diesem Ding ist, dass du halt so ein, es gibt wie so eine Clusterung, ne? Also das erste sticht halt total raus, dann sind irgendwie drei sehr ähnlich, dann sind wieder drei sehr ähnlich, dann sind wieder drei sehr ähnlich und das letzte fällt halt nochmal ab. Und dieses, where I can't remember, ist, ja, okay, das weiß ich auch nicht. Aber das Board finde ich tatsächlich noch einigermaßen interessant, weil Zeit rumbringen, Killing Time, ist auch ein super interessanter oder wichtiger Faktor bei der Smartphone-Benutzung. Und wir benutzen unsere Smartphones sehr oft. Wir scheinen also auch damit zu lernen oder uns zu informieren. Aber es ist jetzt kein, also ich meine, es ist irgendwie auch sachlogisch, dass Leute nicht sagen, ich will eigentlich lernen, aber ich war gelangweilt. Das sind ja irgendwie, diese zwei Zustände sollten sich nicht allzu oft überlappen. Letzter Punkt hier, bevor ich gleich noch ich sage gleich noch was zu den Titeln, weil hier stand ja was von Video Description. Ich habe mir auch mal die Urquelle angesehen. Ich finde sie aber irgendwie leider jetzt auf dem Mobilen nicht mehr. Aber hier ist jetzt gefragt, okay, abhängig von der Zeit, hier auf der X-Achse, was war denn dein eigentliches Lernziel oder dein Lernszenario viel eher? Und deswegen, das ich gerade schon angesprochen habe, wenn man was schauen sollte, laut dieser Studie, soll es möglichst schnell gehen, also 1 bis 2 Minuten. Ja, wie gesagt, jetzt ist eher die darunterliegende Variable interessant mit, warum musstest du das denn schauen und warum sollte die Zeit möglichst schnell rumgehen? Im höheren Bereich oder je länger das Video geht, so zumindest hier eine, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich korreliert, weil die 14 sind schon echt wenig, aber rein optisch korreliert es zumindest, nicht mathematisch weiß man es nicht, aber geht es eher darum, I wanted to learn more about a specific part of the topic. Das ist, glaube ich, erstmal intuitiv sachlogisch, dass man sagt, je länger ein Video geht, desto mehr kann man erzählen. Aber ich kann ja auch ein sehr kurzes Video aber über ein sehr spezifisches Thema machen. Also das schließt sich von der videohandwerklichen Seite für mich jetzt erstmal nicht aus. Aber ich kann natürlich viel mehr links und rechts erklären, um zu diesem Punkt zu kommen. Aber ich finde, man sieht auch, dass alles erstmal in Ordnung ist. Wobei natürlich hier deutlich genauer gefragt wurde. Also hier wurde bis auf die Minute genau gefragt. Und irgendwann so, ja komm, ab 20 Minuten ist auch egal. Macht doch einen Unterschied, ob was 10 oder 20 Minuten lang ist, oder? Ja, definitiv. Also ich meine, hier würde mich jetzt tatsächlich, wenn man das jetzt intensiver analysieren müsste, auch nochmal interessieren, wie sie jetzt genau gefragt haben. Also ob sie halt gefragt haben,
ja, I had an immediate need, ja, für ein Problem, was ich jetzt mal ganz dringend lösen müsste. Und wie lange dürfte denn ein Video sein, was ich mir angucke? Oder ob sie halt gefragt haben, pass mal auf, du guckst halt ein Video weniger als eine Minute. Was würdest du dann halt, also bei welchem Anwendungszweck von den dreien würdest du das halt machen? Ne? Also wie rum du jetzt die Zoom-Frage aufbaust. Ich meine, ansonsten, klar, ist es so ein bisschen so ein... Ich glaube, sie haben wirklich gefragt, which of the following fits... best fits while you were watching an instructional information video. Und dann hatten sie schon diese Bins vorbereitet. Und sie stellen mir das einfach wie so eine typische Batterie. Und das heißt, also für jede Spalte in dem Sinne hast du halt dann ausgewählt, was du halt anklicken würdest. Wie oft? Und es war Single Select. Also, Also ich meine, klar, es ist so ein bisschen Captain Obvious, ne? Wenn ich jetzt ein Immediate Problem habe, klar, werde ich mir jetzt nicht irgendwie ein 60-Minuten-Video angucken. Ich meine, also bei diesen, ich habe ja durchaus manchmal Videos 30, 40, 60 Minuten und dann ist so dieses, ich will halt wirklich mehr lernen über ein spezifisches Thema oder ich möchte halt irgendwie eine neue Kompetenz versuchen in mir zu entwickeln, dann wird das halt wahrscheinlich nicht, wenn es eine kompliziertere Kompetenz ist, nicht mit so einem 3-Minuten-Video halt passieren. Sondern brauche ich halt vielleicht ein bisschen länger, also um so auch das große Ganze ringsrum halt zu verstehen. Ja. Und das ist ja, was da so rauskommt, ne? Definitiv. Wie gesagt, ich finde jetzt die Originalquelle nicht. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie in unseren Shownotes, beziehungsweise dann dem informellen Twitter-Thread. Die Studie hat sich wohl auch eine, also es war nicht nur TechSmith, die haben sich wohl noch eine Beraterin dazugezogen, also quasi explizites Domänenwissen oder Expertenwissen. Und das hebe ich so hervor, weil die Person dann gesagt hat, es braucht irgendwie einen punchy Title, das, was ich ja auch immer wieder so hervorhebe und sage, irgendwie Lecture 2.4. Und was kommt nach der Lecture? 2.5. Und danach kommt ein Exam. Also, dass man so ein bisschen aus dieser Nomenklatur herausbricht und vielleicht, ein Hashtag um eine Veranstaltung bewirbt, so ein Wordplace, so wie wir jetzt heute, also irgendwie die Alliteration und Anaphern dieser Welt, dass man vielleicht auch so ein Kollektivgefühl durch bestimmte Begriffe erzeugt, wie zum Beispiel wir sind das Lego-Praktikum, also all diese Dinge. Und dass sie dann aber, man kann den Bogen natürlich auch irgendwie überspannen, damit man eben durchaus den je formell, also die machen natürlich auch viel im Corporate-Bereich, da will man vielleicht auch den Hashtag sehr wohl ausgewählt haben, bevor die ganze Sache ein Eigenleben entwickelt. Aber das ist durchaus auch etwas, was mir in den Streams auffällt, dass keiner sagen würde, Today's Lesson 2.7. Und morgen geht es dann irgendwie weiter. Und auch dieses Zahlensystem, man sagt auch nicht, das ist irgendwie die Class 413 fürs dritte Semester, 17. Nee, es ist auch viel mehr, man kann auch sagen, es ist irgendwie Part 1 von 5 und dann kommt der punchy Title. Das hilft Leuten, denke ich, auch, dass man sagt, okay, worum geht's und was, also wie viele Teile habe ich denn dann davon? Und dann kann man auch sagen, okay, dann mache ich halt irgendwie 4 Minuten, 4 Videos, 8 bis 12 Minuten. Auf der anderen Seite, und das damit soll mein kleiner Appell, so, wenn ich jetzt zum Beispiel Bootcamp Data Science eingebe, dann kommen 5 Stunden 52. So. Ja, weil das halt der Full Course ist. Also genau. Es ist all that you need to. Also, und auch da, das guckt sich ja keiner in einer Session an. Da kommen Leute immer mal wieder und machen zum Beispiel weiter. Der Harvard CS50-Kurs, ganz ziemlich berühmter Kurs, 24 Stunden und 51 Minuten. Insofern ist... Ich finde diese, wie lang muss das sein, das ist so, in Klammern geht bei mir immer so, wann sind wir denn hier fertig? Ich meine, die Frage ist halt, hast du sozusagen einen langen, also es ist jetzt hier die konkrete Frage, hast du halt ein langes Video draus gemacht oder hast du halt irgendwie 50 kleine Videos à 10 Minuten draus gemacht? Also unter dem letzten Diagramm war eine Quelle angegeben, die führt aber auch nur auf irgendwie eine Konferenz-Webseite. Genau. Ja, die Learning Guild ist tatsächlich eine Seite, die kennt man. Also einfach, ich denke mal, es ist ein Think Tank oder eine Agentur. Aber ich komme...
Ja, aber da findet man halt nur so auch diese Vortragsankündigung und eben jetzt nicht den, da gibt es kein Paper zu oder irgendwie sowas, sondern... Nee, da müsste man tatsächlich mal stärker drauf... habe ich jetzt aber auch nicht gefunden. Genau, aber das ja, war einfach und ich meine, so, was ich immer, haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert bei längeren Videos, ich sag mir immer, solange es halt irgendwie Kapitelmarken gibt, kann ich doch dann halt vor- und zurückspringen und irgendwie gucken, dass ich die Stelle schnell finde, die mich vielleicht auch in so einer längeren Herleitung oder einem längeren Rechenweg oder in irgendwie einer Aufgabe, die in so... Unteraufgaben A, B, C, D unterteilt ist, dann halt finde oder sage, oh, jetzt haben wir irgendwie den Aufgabenteil von Hand gerechnet, jetzt gucken wir uns nochmal eine Rechnung in MATLAB an, jetzt gucken wir uns nochmal eine Simulation in einem Netzwerksimulator an und dann springe ich halt zu dem entsprechenden Punkt, den ich halt will. Ich meine, was ich immer manchmal, selten gucke ich mir auch Videos als Konsument an. Und manchmal was, nur, okay. Ja, was mich dann halt zum Beispiel manchmal eben bei so Hochglanzproduktionen nervt, ist, wenn du dann hast du halt, also dann sind das zwar kurze Videos, die sind halt jeweils irgendwie nur 5 Minuten lang, aber dann hast du jedes Mal halt so ein 15 Sekunden irgendwie Intro mit, ja, hier das Logo der Unten, irgendeine Musik, ja, dann slidet irgendwie, fadet halt irgendwie der Titel rein von dem Kurs, ja, und dann fängt like, comment and subscribe. Ja, genau, ne? Ja, so, dann erzählt einer, irgendeiner steht halt nicht da, auch wunderbar ausgeleuchtet, und sagt, ja, herzlich willkommen. Welcome, Matthias, to our course. In this video, I will present you. Und dann pam, 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 fliegen die Punkte rein und denkst du dir, weiß, warum ich hier bin. Genau, ja. Weißt du es? Genau deshalb habe ich halt auf den Titel geklickt oder so. Ja, und dann, ich meine, bei mir ist das Video halt 40 Minuten aus, geht halt los. Das ist die Aufgabe, ja, die gucken wir uns jetzt an und der erste Schritt wäre mal darüber nachzudenken, wie finden wir jetzt einen passenden Ansatz und der könnte halt so und so sein, dann geht das halt irgendwie auch schon los, ja. Ach, ja, aber deswegen finde ich das nicht, also das ist informell von der Präsentationsart, aber das ist ja trotzdem professionell gemacht. Ja, also oder professionell sollte man nicht daran messen, wie viel Geld auf ein Video geworfen wurde, sondern wie viel Gedanken man sich... Also wenn ein 45-Minuten-Video nur 45 Minuten braucht, um es zu produzieren, dann kann ich mit der 8K-Kamera davor stehen und das ist trotzdem nicht gut gemacht. Also ich muss mir mehr Gedanken machen, als das Video lang ist. Ja, oder ich bringe halt einfach irgendwie ein super Erfahrungswissen mit im Lösen von irgendwie so Aufgaben und showcase natürlich einfach, was ich da halt so mache. Also mache mal halt mein Denkprozess dabei irgendwie sichtbar und erkläre halt, was ich tue und wie ich an die Sache rangehen würde und warum ich es jetzt genau so tue und nicht anders tue. Und aber dann hast du ja auch jahrelang einen Bildungsweg hinter dir, um diese Bildung, also das einfach nur irgendwie, ja komm, Kamera an, let's go, das Aufnehmen, das ist das kleinste Ding. Auch wenn ich mir überlege, also mit Shownotizen und hinterher schreiben, 2 Stunden bereiten wir den Stream schon irgendwie vor. Ich meine, wir witzeln immer so, ja, was machen wir heute? Mal gucken. Aber das ist halt schon irgendwie so eine Latte an Redaktionsnotizen, dass man sagt... Ja, oder zumindest ist das halt über eine längere Zeit gewachsen und dann am Ende konkretisiert man es dann nochmal so ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir halt vor einer halben Stunde angefangen hätten, bevor wir anfangen zu streamen, was wir denn jetzt irgendwie heute Schönes machen. Also, ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, also pass auf, bevor wir jetzt den Sack zumachen zu der professionellen Kameraqualität, noch eine Anekdote, die ich auch unbedingt loswerden muss. Ich nehme ja Zeichen meiner Sprechstunde immer mit einer läppischen Logitech Brio-Kamera auf, ja. Und sag jetzt nichts über die Brio. Ja. So, und seit Anfang des letzten Wintersemesters, sitze ich da und sage, du müsstest mal ganz unbedingt hier, du hast diese wunderbare digitale Spiegelreflexkamera, eine, ich weiß nicht, Sony ZX, keine Ahnung, irgendwas. Nee, in dem Fall war es, glaube ich, eine Canon EOS M50 Mark II. So, und wollte die halt... Krass, okay, Mark II, die wir halt auch schon benutzt haben, du erinnerst dich so. Und wollte die halt immer mal für meine Sprechstunde benutzen. So, und dann habe ich halt irgendwie geguckt, dann mit dem Akku, der hält halt nicht lange durch, dann habe ich mir irgendwie so einen Fake-Akku gekauft per Netzteil, per USB, dann ging der nicht, weil der USB irgendwie nicht genug Strom lieferte. Dann habe ich noch ein anderes Netzteil gekauft, dann funktioniert es irgendwie nicht mit dem Clean HDMI, weil die Kamera erstmal ein Firmware-Update braucht. Dann habe ich irgendwie, und jede Woche, ich habe das dann immer aufgebaut, es funktioniert nicht, nimm die Brio, nimm die Brio, die geht. So, dann habe ich ein Firmware-Update gemacht. Denn so, dann habe ich mir irgendwie welche YouTube-Tutorials angeguckt, wie man sie nicht halt doch irgendwie dann per USB verbinden kann, weil wenn man sie per USB verbindet, hast du halt nicht dieses, warum ist deine Kamera heute eigentlich nicht ausgegangen?
Weil ich mein System im Griff habe. Das ist einfach eine andere. So, das ist nicht die, die ich sonst benutze. Ist nicht die, so. Und dann habe ich irgendwie geguckt, dass man sie per USB und dann irgendeine. Nein, auf keinen Fall. USB, du brauchst eine Capture. Du glaubst, ja, Capture genau. Card. Ja. Das, der nächste Versuch, den ich auch machen werde, ist mit der Elgato Cantlink-Karte. So. Oh. Auf jeden Fall habe ich dann die irgendeine EOS-Software installiert und USB. Da kam ein Bild raus, das sah auch einigermaßen gut aus, weil natürlich irgendwie schon schöne Kamera, schönes Objektiv, schönes Bild. So, das Problem war aber, diese EOS-Software, die hat so unglaublich viel Ressourcen auf diesem Rechner gezogen, dass man halt nicht mehr sinnvoll, selbst über Zoom, das irgendwie nicht mehr streamen konnte und halt mein Zeichentablet total leckt. So dass ich dann halt nach der ersten Aufgabe in meinem letzten Stream vor der Klausur gesagt habe, nee, komm hier, zack, Kamera aus, Kamera weg, Brio hingestellt und worked like a charm. Ja, das so. Ist halt USB-Quatsch, kann man machen. Hast du denn schon eine Capture Card? Ja, klar, so eine Elgato. Okay. Also, und die meinst du, die sollte halt auch nicht so viel Ressourcen auf dem Rechner verbrauchen? Ja, also ich zeig dir jetzt nochmal eine, wenn wir jetzt hier schon dabei sind. Also ich finde ja die ziemlich cool. Ja. Kostet, glaube ich, weniger als eine Elgato. Wir machen uns keine Produktwerbung, aber Thomann ist einfach ein grandios guter Laden. Und das läuft bei mir hier auch. Und die kann eben auch dann, ich glaube, aber es kann Elgato auch 10.8, also Full HD, raussenden. Kann aber auch 4K rein. Wenn man eine MK2 hat, ist das durchaus sinnvoll. Aber das geht auf keinen Fall über USB. Das kann sie knicken. Aber das ist so der natürliche Lifecycle. Ja, aber es ist, weißt du, ich habe halt ungefähr ein Semester gebraucht, um diese Kamera an den Start zu bringen und dann irgendwie, mit Stativ. Und dann nur ein Semester? Nur ein Semester. Ist ja lächerlich. Stativ und irgendwie ein längeres USB-Kabel, weil dieses Smartboard so weit weg steht und so. Und dann jede Woche habe ich irgendwie so einen Teil dazu, weißt du, das ist immer alles aufgebaut, dann funktioniert es doch nicht, ich habe wieder die Brio hingestellt. Und dann im letzten Sprechstunden-Stream des Semesters, so 3 Tage vor der Prüfung, Indoor-Eskathon, endlich, jetzt funktioniert die Kamera. Ja, heute geile Kamera, geiles Kamerabild, alles super, super Kamerabild. Ja, aber leider leckt es total wie verrückt. Und deshalb nehmen wir doch wieder die alte, gut gereifte Brio-Kamera. Ja. Und, aber wenn die einmal funktioniert, dann willst du die, dann wohnt die da auch. Also wenn du dann, die sitzt dann genau da. Aber ja. Naja, aber man muss halt einmal irgendwie Firmware und dann musst du einmal irgendwie alle Einstellungen. Was ich ja nicht verstehe, ist, warum geben die halt kein Clean HDMI standardmäßig raus? Warum musst du das immer tausend... Das wollte vor x Jahren noch keiner. Ja, wollte das halt, ist halt keiner, ja. Also du hast halt, man muss auch so dazu sagen, das ist keine Videokamera. Du zweckentfremdest eine Fotokamera, die 30 Minuten aufnehmen kann, weil das die EU so wollte, oder eine Stunde, weil Videokameras anders besteuert werden. Das ist übrigens der Untergrund. So, dann haben die großen Videohersteller gesagt, so Leute, wir machen kein Dual-Split-Part of the World, sonst würde sich ja auch jeder die anderen, alle unsere Firmware bekommen, zumindest die großen, bekommen die gleiche Zeiteinschränkung. Und du willst jetzt sagen, ich hätte bitte gerne ein Feed da raus. Und wenn ich sie jetzt per HDMI Capture Card betreiben würde, wäre sie trotzdem auf die 30, 29 Minuten 59 begrenzt, oder? Nee, du nimmst ja dann nicht auf. Das ist ja dann einfach. Nimmst du echt, okay, ich nehme nicht auf, sondern ich streame eigentlich, ich gebe es dann auf. Genau, du guckst dir das Live-Bild an. Naja, ich bin gespannt. Ich werde das beim nächsten Mal auf jeden Fall. Bild ist super, aber ich muss schon sagen, so eine gewisse Optik wird dadurch erreicht, vor allem wegen den Objektiven und so. Also, there is a whole rabbit hole for you to. Explore. Ja, also ich glaube schon allein das Ding, dass du halt die Kamera weiter wegstellen kannst, dann per Zoom ranzoomen kannst und eben halt so einen anderen Blickwinkel hast, als ich sitze jetzt hier eben in Armlänge von meiner Webcam entfernt. Armlänge, ich weiß. Ja, aber ich meine, bei mir ist Armlänge halt so, ne? Ja, nee, klar. Also freue ich mich, weil das wird. Das ist genau die andere Perspektive. Sehr gut. Dann beenden wir mit dieser Anekdote. Wir sollten mal wieder in Magdeburg streamen dann. Ja, kein Problem. Ich komm rum. Die Regio fährt. Ich sehe sie regelmäßig. Nächstes Mal in Magdeburg. Sehr gut, machen wir. Dann, gut out von uns. Bis zum nächsten Stream. Wir sind mit Sicherheit im März wieder am Start. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.